So, jetzt aber richtig. Wenn man halt nicht vorher alles checkt, sondern in dem Moment, wo man anfängt. Naja, so. Jetzt bin ich dabei. Und ja, ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ja mir noch eine Stunde Silti fehlt von letzter Woche. Und wenn ich die jetzt nicht mache, hätte ich keine Zeit mehr, die zu machen. Und die würde mir dann entfallen. Und deswegen mache ich die heute noch fix Minimum eine Stunde. Und ja, von daher spontan, muss ich ja sagen. Von daher gesehen, tut mir leid, wenn es nicht angekündigt war. Aber manchmal, ihr wisst, wie es ist, manchmal ist es spontan. In dem Sinne, gehen wir einfach rein in die ganze Sache. Und ja, ich hatte ja letztes Mal die gelbe Wissenschaft fertig gebastelt. Muss ich mal ein bisschen Eisen raus. So. Und ja, Stahl hat man ja richtig fett ausgebaut. Deswegen habe ich da keine Sorgen, dass das läuft. Aber ich muss zusehen, dass ich von hier ein bisschen was nach oben mitnehme. Und zwar hier einmal. Hier wollte ich gucken. Ganz so viele brauche ich dann doch nicht. So. Bum, 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 weil ich ja einiges hier noch manuell hatte. Warum ist er denn jetzt da? Hier auch noch. Und hier war ja das Problem, dass der hier de facto nicht mehr hinterherkam. So, mal wegmachen hier. Zack. Zack und zack. Das machen wir uns dann schon nochmal neu. Das ist jetzt nicht das Problem, aber hier. So. Damit sollte das jetzt ganz gut passen, weil an dem scheitert es nämlich gerade. Der Rest ist eigentlich vernünftig. Ich muss das hier beschleunigen, damit ich hier schneller an das Logistiksystem rankomme. Dann kann ich das nämlich richtig automatisieren. Und dann gibt es richtig einen auf die 12. Weil dann fängt es an zu eskalieren. Dann wird hier massiv ausgebaut. So. Müssen wir hier bloß wieder runter. Und sagen wir einfach mal auf die Seite, zack. Warum kommt jetzt hier nicht genug Plaste an? Ist ja auch so eine Geschichte. Woran liegt's? Öl ist voll. Schwer und leicht Öl. Das Schweröl ist das Problem, ne? Das wandle ich nicht um. Da muss ich natürlich nochmal ran an das Schweröl. Das ist natürlich so eine Sache. Wie meinen das jetzt? Puh. Das wird lustig, aber so richtig lustig. Komme ich hier? Nee, das geht gerade nicht so auf. Aber hier geht's durch. So.
ist natürlich ein übelstes Gemache. Das ist mir bewusst, aber. Muss sein. So. Einmal diesen. Einmal diesen. Und jetzt müssen wir bloß hier irgendwie durchkommen. So. Und hier kommt das ganze Schweröl her. Zack. Zack. So. Schweröl zu Leichtöl, bitteschön. So, und von hier können wir eigentlich auch hier direkt abzapfen. So. Wo. Ach du Scheiße. Die machen mir da alles kaputt. Die Säcke. Verdammt, Munition hab ich. Ah, so ein Dreck. So ein Dreck, ey. Geschützhammer. Sechs Stück habe ich auch Geschützhammer hab ich. Sehr gut. Das kann weg. Oh, so ein Dreck. Oh, das fängt ja richtig, richtig scheiße an. So. Wo? Ach so, Spucke. Einmal da. Machen wir den hier. Hier. Deutet auch hier einmal die 100 rein. Hier die 100. Und wovon sind die jetzt bitte schön gekommen? Ernsthaft von hier unten? Wirklich? Really? So. Zack. So. Es kann hingebaut werden, das Ganze wieder. Weil das alles in der Abdeckung ist. So. Ja. Haben wir Reparaturkits eigentlich im Inventar oder sowas? So. Legen wir die mal raus. Ich weiß jetzt nicht mit Sicherheit, ob wir da welche haben. Oder auch nicht. Mann, unnützes Hin- und Hergerenne. Und scheinbar echt von unten da. Muss ich mich drum kümmern, jetzt ist hier wirklich erstmal anderes Thema angesagt. So. Druckkits lasse ich glaube ich nicht herstellen. Zahnräder. Muss ich hier irgendwo Zahnräder herstellen? Nee. Gut, dann muss ich das woanders irgendwie machen. Das ist ja jetzt aber auch nicht das Ding. Liefert mich halt erstmal okay. Ach ja, ich war ja. Ich war beim Öl stehen geblieben. Man merkt, ich bin schon seit um 3 frühs wach. Ich habe Frühschicht gehabt, hier, wie da funktioniert das immer nicht so ganz hundertprozentig hier mit dem Nachdenken. So. Machen wir den hier hin. So, der knallt auf jeden Fall da erstmal rein und von hier wieder raus. Am besten auch mit Pumpleistung. So.
Zack. Ah, hier können wir echt diesen machen. So, jetzt kommt nämlich das Leichtöl darüber. Und ich kann es eigentlich mit reinpumpen, oder? So, jetzt muss ich nur noch zusehen, dass ich hier das Leichtöl. Ist das noch in der Abdeckung? Nein, natürlich nicht. Ist doch eine Kacke. Ist doch eine Kacke, ey. So, hier habe ich es komplett in der Abdeckung. So. So. So, jetzt fehlen mir natürlich hier die Teile mit Sicherheit. Die schnellen Greifarme muss ich auch mal rein kloppen hier, damit die mal gebaut werden. Ach so, ja, müsste ja jetzt drin sein. So. Jo, das müsste alles passen. Zack. So. Damit sollte das eigentlich laufen an der Stelle. Wir können hochlaufen, nochmal um die gelbe Flächenproduktion nochmal kümmern. Die wir ja momentan manuell am Laufen halten. Was natürlich auch nicht das absolut Beste ist. Das gebe ich zu. So. Nee, die können. So, was haben wir hier? 42. Das ist doch die Zahl, 42. So. Dam, 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 dam. Oh, haben wir noch mehr, ne? Wie viel brauchen wir? 500. So, aber wir müssen halt um die Plaste kümmern, sonst geht uns die Plaste da unten aus. Bedeutet, ich werde hier auch nochmal manuell 10 davon bauen. So. Bin mal runtergelaufen und dann nochmal gucken, ob das da drüben läuft, wie es laufen soll. So, und bam. So. Jetzt gucken wir bei der Plaste, wo hier welches Problem besteht. Schnellen Greifer einmal da. Zack. Gehen wir einfach halber hier rüber, weil ich vermute. Der Vermutung werde ich wohl recht haben. Ja, hier muss ich ein bisschen abholzen, damit das hier mal hinpasst. So. Bam. So. Ja, jetzt kann ich hier theoretisch. So, das Ganze einmal rübersetzen. Das einmal so machen und einmal so. So. Ach, davon ist okay. Da haben wir ja schon welche gebaut. So, hier haben wir das. Jawohl. Da müssen wir nämlich hier die Kabellage noch ein bisschen weiterziehen. Thema bedarfsgerechtes Steuern. Sagen wir 10.000 festlegen.
Das macht er nach und nach. Sehr gut. Das läuft hier. Ballert ja auch schon durch. Jetzt geht nämlich hier auch die Plaste voran. Das ist nämlich auch schon mal sehr, sehr gut. So. So, was sind jetzt hier? Vier davon. Die Zähne noch hin. So. Der Rest müsste ja laufen. So, somit müsste die Ölfabrik besser laufen. Müsste dann hoffentlich auch ausreichen. Dafür benötigen Reparaturkits. Wo denn noch? Ich hatte doch hier schon einen Haufen reingetan. So, bitteschön, nochmal. So. Hier wird auch fleißig produziert. Das begrenzt man aber auch mal auf 2 Stacks. Und laufen wir einfach mal hoch. Schauen uns das Ganze hier oben nochmal an. So. 21 und 6, naja. Lämpfel. Ich muss hier wirklich rüberziehen. So. Ist die Frage. Hier ist noch kein Ding in Sicht. Drüben hat das ja wieder gebaut. Das läuft. Das Teil ist halt so schnell weggedonnert. Aber ich will halt wirklich erstmal das Logistiksystem haben, bevor ich hier irgendwie großartig was anderes in Angriff nehme. So. Zack. Zack. So. Bambule dich mal aus. Was haben wir denn? 10 schnelle. Das kriegen wir hin. Das Lager sieht auch noch soweit ganz gut aus. Können wir aber auch bald erweitern. So, warum will der hier nicht? Ah, Plaste ist auch langsam im Anschlag, wenn man so möchte. Bam, so. Gib ihm. So, warum? Na gut, dann haben wir hier das Maximum, was geht. So. Einmal die Ummantelung. Sicher auch, ja, genau, gesteuert haben. Sehr schön. 17, 18. Schmiermittel ist voll, das auch. Ja, es ist das Leichtöl. Hier noch eigentlich ordentlich verballert werden kann. Züge, 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 Züge. Ich sollte vielleicht doch hier weiter auf Züge gehen. Hier unten baue ich schon mal die Gleise. Das ist gut. Für die Teile brauche ich die Motoreneinheiten. Die baue ich doch auch schon irgendwo genau hier. Könnte ich also dementsprechend mir hier in eine Kiste lagern?
Beziehungsweise auch hier mal Ganze noch mal erweitern. Ja, ich weiß, ich fehlen die Teile da. So. Gehe ich mal zum Lager, erweitere das mal gerade. Ist das? Ich muss auch mal nebenbei auf die Uhr schauen. Ich nehme jetzt schon 20 Minuten auf. Eieieiei. So. Zack, einmal bitte erweitern. Rotes Käbelchen. Setzen wir das mal manuell hier hin. So, der Rest kann dann gebaut werden. Damit wir dort nicht in Platznot kommen oder sowas in der Art. Der hat 100, das reicht vollkommen aus. Reicht nämlich schon die Plaste nicht mehr, Kupfer nicht mehr aus, um hier noch, ja doch, eigentlich schon, ne, wenn man so will. Ja, macht sich langsam. Müssen wir gucken. So, derweile könnte ich mich ja langsam aber sicher um das Zugsystem Gedanken machen. Wird hier auf der Map zweigleisig, das auf jeden Fall. Aber ja, nur minimale Größe. So, bedeutet Batterie und Akkus. Sollte ich die vielleicht noch mal bauen? War da ein Problem? Ja, war es. Und es ist Tag. Das ist ein little bit scheiße. Ja. Haben wir dafür nochmal 11, das müsste passen. So. Eieiei. So. Machen wir nämlich hier noch das Ganze soweit fertig. Dass das hier vielleicht doch ein bisschen besser am Tag läuft, wenn das jetzt hier so komplett am Ausrasten ist. Das gefällt mir dann auch nicht so hundertprozentig. So, baut mal hin. Jedes schöne Solarpanel ist hier wichtig. Also mir die anfordern, jawohl. Das läuft doch soweit ganz gut. So. Damit ich auch das Stromproblem dann allmählich in den Griff kriege. Das auf jeden Fall noch weg. Die ganze Kohle braucht doch nicht so viel Kohle, oder? Sagen wir mal 100. So. Sehr, sehr schön. Damit sollte zumindest am Tag genug Strom da sein. Das ist, wo hänge ich? Für mich erstmal wichtig, dass es zumindest zu einer Phase des Spiels wirklich hundertprozentig läuft.
renne jetzt noch mal hoch, hol mir noch ein paar gelbe Pakete eigentlich. Ja. Ich muss da oben nur Anforderungskisten setzen. Warum sagt mir das immer keiner? Solche simplen Dinge. Genauso wie hier will ich auch eine setzen. Sechnerei sparen hier können eine ganze Weile. So. Bam, bam. Die nehme ich mir manuell schon mal raus. Schon mal 48, die ich unten wieder reinwerfen kann. Und das ist es doch, was es ausmacht. Lauf, Forest, lauf! Zack, rein mit euch. Des Weiteren davon sagen wir mal 300. So. Ja, nun bin ich natürlich absolut dazu gekommen, mir über ein Zugsystem Gedanken zu machen. Ich denke, hier ist die Eisenschmelze gar nicht mal so blöd. Das heißt, ich werde wohl nicht einen Hauptbahnhof bauen, sondern zwei. So oder so bräuchte ich hier Lentfell en masse. Also mir auch Lentfell anliefern. Ist das in einer Kiste drin? Nein. Dann muss ich da nochmal runter. Muss mir nochmal holen. Ich da auch eine Kiste hinsetze. Ich brauche ja das ganze Zeug. Das jetzt hier aus Strom ist halt am Anschlag. Trotz der Erweiterung. Muss noch zusehen, dass wir noch irgendwo anders ein Solarfeld aufbauen. Komme ich nicht drum rum. Hier kann man auch mal eins setzen. Und da auch. So. Und dann kommen hier nämlich ruhig mal 500 rein. Und ihr dürft wieder eskalieren. So. Schon 380, also das sollte passen soweit. Dann klopfen wir schon mal rein. Wenn ich mit dem Lenzel. Ich brauche noch Klippensprengstoff. Der wird. Das passt. Ich fordere mir hier erstmal Klippensprengstoff an und mache dann wieder den Rest dazu rein. Sagen wir 60, so. Klippensprengstoff lasse ich glaube ich noch gar nicht mal so herstellen. Das heißt, Sprengstoff. So, gib mir davon mal 100. Und den Rest muss ich dann so manuell herstellen. Wie sieht es weiter da oben in der Kiste aus? 58. Lasse ich mir mal hier noch. Sag mal, komm, 100 soll der Geiz davon anliefern. Jetzt so ein bisschen zu tun hier, aber immerhin.
Wir müssen so oder so dann auch hier auf Entfernungstor gehen. Ich überlege gerade, wie ich die Zugstrecke plane. Und wie den Bahnhof. Ist jetzt echt mal ein kleines Problem. Ich mag das eigentlich nicht geteilt, also zwei Zugsysteme, sondern eins ran, bam, da kommt hier Eisen ran und vom Kupfer lasse ich dann hier so rüber. Ah, es ist alles ein bisschen tricky. So, 30 da. Ich könnte mal bei den. Bei denen hier, genau. Da schnappe ich mir schon mal welche, denn ich muss zwei davon bauen und vier von denen möchte ich bauen. Ich wandere jetzt hoch, schmeiße um die Drohnenfahrgestelle quasi rein. Hälfte haben wir ja schon so gut wie. Zack, so. Echt gerade kein Kupfer mehr hoch. Was? Verbrauche ich das alles, bis das oben ist? Ist das dein Ernst? Woran scheitert es hier bitte schön? Es kommt hier voll rein. Es wird halt überall abgenommen. Das ist halt. Sind auch einmal hier komplett am Ausrasten, beziehungsweise es wird da gar nicht mehr so viel angebracht. Komm, weg damit. So, ein Dreieck. Muss das lösen. Ich laufe dort erstmal hin und mache dort Drohnenabdeckung. Dann verdoppel ich die Schmelze da an der Stelle. Mit der Kohle los. Und geht denn die Kohle hier? Zu den Schmelzen hier unten. Aber das Kohlefeld. Ach nö, ist auch bald. Oh. Okay. So ein Dreck. So. Zack. Bam. Bahamas. So, einmal hier diesen hin. Kann man nämlich den wegreißen.
den dahin und setzen dieses ganze Teil jetzt einmal hier rein, da wir das und das entfernen. Das hat er noch nicht gemacht. Ich bin da zu schnell. Okay. So, was brauchen wir jetzt hier? 40 wieder von denen. Sagen wir 50 so. Das heißt, ich mache hier die Kohle, den Einzug. Kann ich auch erstmal als Eingleisvariante eigentlich machen. Ah. So, wo haben wir sie denn hier? Zack. Zack. So. Hoch. So, runter. Also an der Kohle vorbei. Nach unten. Ja, versuchen wir das mal. 300 haben wir ja, das läuft. Können wir auch die Kohle dann dementsprechend auch mal und schnappen. Ist noch in der Abdeckung, na super. So. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ist halt nun echt die Frage. Mache ich das erstmal vorübergehend eingleisig oder nicht? Sprengstoff. So einen, weil uns da das Material fehlt. Yippie! So. Ich glaube, 1, 2, 3. Nur Bäume. Bam. Legt los. Des Weiteren möchte ich hier. Fällt mir Eisen. Jawoll. Dann liefert mir mal bitte jetzt mal meine 100 Eisenplatten hier an. Das kann ja nicht so schwierig sein. Ich mach's doch mit Wendekreis, glaube ich. Das ist mir entspannter, falls ich dieses Feld dann noch anschließe hier. Habe ich doch ein bisschen Puffer. Weil hier Eisen reicht, ist es im Moment das Kupfer. Wenn ich das Kupfer hier als Doppelband voll kriege, kann ich auch eins hier rüberziehen und einfach hier den Anschluss setzen. Fertig. Das ein Teil nur hier unten versorgt und einen dann hier oben. Das ist mir dann so ganz lieb. Hier können auch ruhig mal 200 kommen. 199 auf dem Weg. Sehr schön. Das ist jetzt auch schon fertig gebaut. 97 schon nur noch drin. Stahl passt soweit. Es ist halt wirklich jetzt das Kupfer, was hier die Mangelware ist. Deswegen geht die gelbe Produktion auch nicht so vonstatten, wie ich sie ehrlich gesagt gerne hätte.
Das lahmt halt alles jetzt ein bisschen daran. So. 16. Da kommen die ganzen Eisenplatten, alles, was man so braucht am Leben. Bedeutet auch hier einmal den. Und davon 5. Schon haben wir nicht mehr so viele. Oh Mann, ey. So. Die Kohle muss ich dann so direkt einfach anschließen. Da komme ich so nicht drum rum, weil dieses Kohlefeld, das neigt sich dem Ende. Ah, guck an, Plasse ist voll. Weil es am Kupfer jetzt liegt hier, weil das Kupfer nicht schnell genug weggedonnert wird. Kommen immer noch Drohnen, die mir anliefern. Wir haben jetzt hier auch 380 immer noch, also wir vermehren uns auch gerade nicht, weil die gar nicht so den Bedarf haben. Führe ich auch gleich mal hier weiter hier drüben. Das passt schon so. Zack. Jetzt kann ich hier auch in Ruhe schon mal den setzen. Genauso wie ich diese setzen kann hier. 1, 2. Das wird ja schön. Das wird knapp unter der Kohle. Scheiße. Lenfel. Und hier auch wieder ein Drohnenhangar. Dann müsste das soweit passen. So, dass wir hier auch voll machen können. Genau. Bedeutet auch hier diesen und wie immer genau ein Feld zu lang. Passt das mit den Signalen? Sehr schön. So. So. Ziehen das Gleis weiter. Muss einfach nur geradeaus eigentlich gezogen werden. Dann passt das. So. Gleise bauen, Gleise bauen, Gleise bauen. So, und dann ist natürlich genau der Strommast im Weg. Ich könnte feiern. Jetzt hakt es da mit dem Strom. Das sollte nicht der Fall sein. Die Abdeckung muss auch noch gegeben sein. So. Und über dem Wasser können wir dann nach links weg. Nee, das wollte ich so nicht. So. Viel haben wir noch? Bisschen. Sehr schön. So. Einmal diesen und hier wieder Spritzen.
Sprengung. So. Zack. Baut mal fleißig hier hin. Dieser ganze Geriffel hier, der muss bestimmt weg, weil ich hier die Kurve bauen möchte. Ja, der muss auch weg. So. Können wir noch mal eine hier bauen? Genau. So. So. Okay. Bum, 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 bum. Wie sieht das Stromnetz hier aus? Da können wir eigentlich von hier mit dem Radar schon mal, damit wir auch sehen, ob dort Radardeckung ist, die ist immens wichtig. Glaubt nicht, was hinter den Kulissen mit dieser Radarabdeckung dann noch los war auf meiner Map von der letzten Besucherfolge. Bin ich aber nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen. So, zack. Und das einmal. Jetzt müssen wir das Ganze nämlich auch nur noch benennen. Und dann kann die Beladung schon mal laufen und die Entladung dementsprechend. Beziehungsweise ich kann erstmal die Wissenschaftspakete zurückbringen. Weil eigentlich dachte ich, diese Folge kriegt dieses Logistiksystem fertig. Das nervt mich ein bisschen, dass das nicht so funktioniert im Moment, wie ich mir das vorstelle. Weil ich hoffe, da bei dem Punkt hole ich dann auf. Aber naja. Da kann auch an sich hier die Holz und alles mal abgeholt werden, was sich so im Inventar dann ansammelt. Und eigentlich nicht gebraucht wird. So. Zack, rein damit. Die Abdeckung ist gegeben. Gut. So. Schön. So. Dam, 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 dam. Machen wir mal 40 Kisten einfach davon. Weil zum Beispiel die Holzkiste raus damit. So. Blau brauche ich auch nicht. Weg damit. So, zack, rein damit. Jetzt werde ich hier nochmal beliefert. Ich kann oben nochmal gucken, wie schaut's aus. 82. Ach komm, ich habe genau 100. Wir machen diesen Dreieckslauf jetzt hier. Dann machen wir halt ein paar Minuten noch länger, ist ja nicht schlimm. Ich glaube, habt ihr kein Problem damit. Wenn ich hier wieder auf eine halbe Stunde mehr gehe, habe ich halt das nächste Mal eine halbe Stunde weniger. Ist jetzt auch nicht so das Riesending. Rein damit. Damit sollte das soweit erstmal wieder passen. Der beliefert mich hier wieder. Sehr schön. Wo ist ein Angriff? Ui. Wird doch ein bisschen mehr dort unten scheinbar. Na komm, dann beliefert mich halt. Stein kann auch raus. Was habe ich denn hier? Stein im Inventar. So.
Bam, 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 bam. Ich muss den erstmal manuell einmal befüllen mit Kohle. Die Kohleanschluss muss ich dann ja auch noch legen. Zumindest erstmal für den Zug dann dementsprechend. Brennstoff. Zack. Zack. So. Basis, Kupfer ein. So. Kupfer fällt 001. So, bam. Das bedeutet, fahr mal zu Kupferfeld 1 und mach erst, wenn du volles Inventar hast, wieder zurück. Sehr schön. So. Gut, dann müssen wir hier an der Stelle da noch mal. Der Abend. So, und hier dementsprechend ja auch noch mal. So. Vier, vier. So. Und zack. Das Ganze bitteschön einmal Copy-Paste. Nochmal Copy-Paste. Copy-Pasten. So. Oh, schön. Klippen können wir nicht. Gut. Dann so außer Reichweite. Da müssen wir hier wirklich erstmal den Klippensprengstoff. Was brauchen wir denn dafür jetzt? Was fehlt denn? Eisenplatten. So. Ich muss doch die Klippen wegmachen, da komme ich nur nicht drum rum. 50 habe ich davon, das passt. Wenn ich schon hier bin, bitteschön. Der macht auch gut. 21 und 10. Ich könnte mich hier einfach mal ein wenig manuell nehmen. Und da fehlt mir die Kohle. Ah, da war die Kohle Sache. Irgendwo war es doch, warum ich die Kohle brauchte. Mann. Dragon Gamer. Moin. Ja. Bin die Stunde schon fast hier rum. Mal sehen. Ich will jetzt eigentlich wenigstens einen Punkt noch zu Ende bauen. Das ist das Kupferfeld. Deswegen mal schauen, ob ich hier noch ein bisschen überziehe.
Zack, rein damit. So, wo haben wir jetzt hier die Kohle hier unten? Da haben wir sie. Schnapp ich sie mir am besten beim Stahl. Das passt. So. Einmal da. Und einmal hier. Und ich sage wieder Klippen. Bam. So. Das sollte ausreichen. Schwind wieder hochgelaufen. Damit ich das dort anschließen kann. Wer ist das denn? Damit die Kupferschmelze hier wieder vernünftig laufen kann. Die läuft nämlich nur auf halber Kraft. Und das nervt. So, hier auch schon mal fünf noch mal hinterher. Geschützte machen wir auch noch ein paar. Das läuft soweit. Gut. Zack, 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 zack. Klippensprengstoff haben wir auch hier im Inventar. Das passt. So, hier das noch weg. Wollen die hier manchmal nicht? Egal. So, machen wir das jetzt hier erstmal per Hand. Zack. Hatte ich noch einen Vierer, aber nicht das, den Balancer. Hier. So, wupp. Sehr schön, der wird gebaut. So, jetzt weiter geht's im Text. So. So. Und den vierten noch. Gut, dann den einmal. Warum? So, zack. So. Zack, einmal den. So. So. Bam. Und los geht hier erstmal die Produktion. Ist jetzt nicht gespeichert. Schön. Wie sieht es mit dem Strom aus? Na, noch relativ gut soweit. So.
So. Den nehmen wir erstmal wieder raus, denn wir brauchen hier. Ach nee, die haben wir noch drin. Na dann, Sprengstoff. Zack. Wo ist denn jetzt? Verdammt. Fahr mich aber sofort runter. Meine Fresse, ey. So ein Scheiß, ey. Ich dachte, die kommen nur von der Innenecke. Ist jetzt ja richtig kacke hier. Haben wir Landfill? Ja. Minus, minus, minus. Das reicht vollkommen. Scheiße. Machen wir so viel kaputt. Es langt einfach, es langt. So. 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 Ist jetzt noch hier irgendwo ein Vieh? Ich glaube nicht. Müssen die natürlich erstmal wieder reparieren, den ganzen Scheiß da. Natürlich ein little bit nervig, aber ich muss dann auch hoch die Ausladung angeben und dann, wenn die Ausladung läuft, dann kann ich diese Folge dann auch in dem Sinne beenden. Dann hat die Fünkchen Überlänge, das halt das nächste Mal mit abgeht. Das nächste Mal dann im Januar eine Doppelfolge, weil dann schon bald wieder die nächste Besucherfolge ansteht. So. Bam, 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 bam. So. Bam, 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 bam. Legt mal raus hier das Ganze. Brauchst du 7 Stahlkisten immer noch? Ach, das ist so, brauchst du gar keine. Was ist denn der Dreck? So. So. Kommt er nämlich hier erstmal rein und hier kann ich sagen, wenn Inventar leer. So. Hier muss ich jetzt aber sagen,
Zack. Hier muss natürlich noch Kohle hin, deswegen das nehme ich gleich von dem Feld, was ich da drüber habe. So. In dem Sinne mittig hier einfach weg. Hab ich das wieder nicht gespeichert? Ich bin ein Depp, ey. So. Ich muss hier noch mal, nehmen wir mal hier hin, Balancer noch mal, so, damit das hier seinen Weg macht. So, so. Jetzt haben wir hier. Ganze Teil, sagen wir mal, wir wollen hier rüber. Jetzt kommt der nämlich schon mal wieder an, schmeißt die nächste Sache hier raus. So, wo fehlt es jetzt? Ach ja, weil jetzt einfach, wie soll ich sagen? Das ist ganz einfach. Akkus leer, 26 Megawatt nur über die Teile. So am Limit. Ach du Scheiße, Dreck. Ziehen jetzt von hier einfach den zweiten. Das heißt, sobald er fertig ist, knallt er hier die zweite Line da rein. Das läuft. Wir können dann hier noch zwei Lines drunter bauen. Da müssen wir im Zweifel das Öl halt andersweitig verlegen, aber das spielt ja erstmal gar keine Rolle. So. Die Sache, mache ich das hier einfach als zweite Line, zumindest bis dorthin, wo ich sie dann rüberziehe, was ja im Prinzip hier wäre. Das würde Sinn machen, ne? Auf jeden Fall erstmal so. Damit, wenn das hier reinkommt, was gleich passieren wird. Ist auch in der Abdeckung drin. Und ich muss dann wahrscheinlich mit dem hochfahren, um dort noch ein bisschen abzusichern. Munition habe ich, das passt auch. So, jetzt kommt das Kupfer rein. Sehr schön. Haben wir eine Sache schon mal erledigt. Zug ist gerade hochgefahren. So ein Mist, aber auch. Hier noch weiter produziert. 124, 35, 35. Ich habe 100, habe ich. Okay. Ja, ne, ich will jetzt nicht warten. Basiskupfer ein. Mach mal hin. So.
So viel dürfte es ja jetzt noch nicht sein, was hier rauskommt. Sieht's aus mit dem Treibstoff? Okay, der füllt auf, das reicht. Stehen wir jetzt besser da beim Kupferplattenproduktion. Ja, schön. Schön. So, hier Manuela und ich setze zwei dahin, 100 Schuss drinne. So, und setze hier, ah, sagen wir mal hier, und hier noch einen hin, auch 100 Schuss. Dann sollte das Ganze eigentlich ganz gut laufen. So, das Ganze jetzt Basiskupfer ein. Und nochmal zurück zum Zulück. Hallo. So. Gut. Kupfer steht, Kupfer wird abgebaut, läuft. So, jetzt noch fix die gelben Wissenschaftspakete rein und dann können wir nächstes Mal das hier komplett auf Drohne schon mal umstellen. Überall, wo man es halt braucht, Anforderungskisten hin und dann läuft das hier schon deutlich entspannter. Auch die Mall, die ich ja gar nicht angefangen habe. So wirklich, die kann ich dann auch komplett umstellen auf Drohnenproduktion. Also über Drohne. Ne? So, rein mit euch. Bam, 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 bam. So, so muss das nämlich gehen. Gut, die Gigajoule, die werden natürlich jetzt schon wieder angefressen hier. Wenn man jetzt. Ja, dort unten, die kommen an. Wahrscheinlich von dem Dörfchen. Also wir werden nächstes Mal dann wieder hier kleinen Rundum-Befreiungsschlag machen dürfen. Weil das nervt schon wieder. Und die nächste Zugstrecke geht zum Essen. 10.000 durch Logistikroboter. Schön. Schön. Schön, 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 schön. So. Der wird hier auch, das müssen wir halt dann nochmal komplett abdichten, das Ganze. Sehr schön. Ach, schön. So. Laser müssen wir dann auch mal bauen. Was macht jetzt Sinn? Das auf jeden Fall. Das auch. Das sowieso. 1000 gleich, ein bisschen heftig. Zack, auf jeden Fall. Das macht auch keinen Sinn. Panzer, ja. Urananreicherung. Wir haben halt ein Stromproblem, von daher gesehen wäre das im Zweifel gar nicht mal so dumm. Hinten ran gesetzt. Genauso wie die Coverex-Anreicherung. 1500 So. Bis dahin können wir uns überlegen, wie wir es machen. Schon wieder 10er angeliefert und wir können jetzt hier Anforderungskisten machen. Das heißt, das kommt weg, weil die schmeiße ich hier rein. So. Nein. Cool, da.
Hier sage ich jetzt, lass mir die anliefern. 200 passt. So. Stellen wir das nämlich ein, dass zumindest die Wissenschaft da schon mal so weit über die Drohnen geliefert wird. So, und hier noch eine Kiste hin. Und hier sagen wir jetzt. Das, aber bitteschön 100. So. Das ist schlimm. Schlimme Stromprobleme. Echt schlimme, 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 schlimme Stromprobleme. So, Lager reicht aus. Die Kisten hier. Ja, ich denke mal, hier werde ich die Kisten automatisieren das nächste Mal. Das bedeutet, ich habe jetzt knapp 1,5 Stunden hier verdattelt. Oh, wenn ich mir den Stahl angucke. Geiler Scheiß. So. Hier wird auch nach und nach alles wegproduziert. Ist das schön. Ist das schön? Guckt euch das an. So. Aber die lilanen Flaschen, kann das sein, dass ich die lilanen Flaschen noch nicht produziere? Stimmt, die hatte ich ja übersprungen. Deswegen, ich muss die ja noch machen. Deswegen hier noch die Kiste. Dann wird das auch eine Aufgabe das nächste Mal. Aber soweit, ja, schon wieder voller Kalender, was wir hier das nächste Mal machen müssen. Das wird eine wahre Freude. So. Aber in dem Sinne, wir haben es hier soweit ganz gut überstanden. Drohnenabdeckung ist ja auch jetzt wieder hergestellt, hier mit 100%. Jo. Das nächste Mal geht es dann richtig radikal los hier mit den ganzen Drohnen. Die werden dann richtig eskalieren. Und hier sehe ich auch, ist die Produktion auch zu wenig. Also was wird dann dementsprechend erhöht. In dem Sinne, ich speichere das nochmal ganz für euch ab hier. E10K. K steht für Komma. 5, weil es knapp 10,5 Stunden Spielzeit jetzt ist. Kann ich auch noch mal zeigen, da 10, 17, 10, ja, ist vielleicht mit halb ein bisschen verkehrt, aber es geht mehr zur Hälfte als zur vollen Zahl. So, in dem Sinne, es hat mich wieder gefreut und das nächste Mal dann richtige Eskalation, weil jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo ich hin wollte. In dem Sinne, bis denn dann, euer Prisus und ach ja, guten Rutsch ins Neue. Wenn ihr das noch 2019 seht. In dem Sinne, bis denn dann, euer Prisus.